Gut. Da wir ja gestorben sind, dachte ich mir jetzt, gehen wir doch mal einen anderen Weg. Weil der Weg, den wir gegangen sind mit dieser weißen Karte und allem drum und dran. Ja, nee. Einfach nee. Wir gehen als erstes, glaube ich, einfach mal in den Raum 404. So, in der vierten Etage angekommen. Gehen wir doch mal in Raum 404. Schauen wir mal, was wir da finden. Wie gesagt, der Endboss, den wir vorhin hatten. Nope. Da bin ich noch nicht ganz bereit, hinzugehen. Weil davor, glaube ich, brauchen wir ein bisschen Munition, ein bisschen mehr Waffen und einfach von allem ein bisschen mehr. Was finden wir denn hier? Einmal so ein Magic Bow. Und eine Zange. Ja. Und die Zange, die werden wir auch mitnehmen. Wir müssen ja hier wieder nur einfach ein paar Sachen bewegen. Weil ist ja schwierig. So. Ich hasse es, wenn das Inventar nicht selbstständig irgendwie automatisiert arbeitet. Jetzt können wir, glaube ich, die Ketten aufmachen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt ist wieder die Frage, wo hatten wir wieder die Räumlichkeiten mit den Ketten? Ich glaube, dazu fahren wir dann einfach mal in die 5. Etage. Ja, ne? Wir fahren mal in die 5. Etage. So. Sind wir hier in der 5. Etage und ich war der Meinung, dass wir, wenn ich mich nicht ganz täusche, war hier hinten, nämlich die Wand, wo dran stand, do not open. So, weil mit der Cam können wir nun aufschließen. Gar nicht creepy. Alter, das ist ja mal wirklich creepy. Jetzt brauchen wir hier wieder einen Code. Oh no. Gut, wir machen mal die Kamera aus. Oha. Oh. Fuck. Alter, hier ist aber einiges schiefgelaufen, Freunde. Aber so einiges, würde ich jetzt mal sagen. 3. Das ist eine 3. Okay. 4. Okay. Ich gehe von aus, wahrscheinlich wegen 8 Leichen oder so. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Würde Sinn machen. Und dafür bin ich jetzt hier in den Raum gekommen. Jetzt ernsthaft? Okay. Dann gehen wir auf zur nächsten Kette. So, und soweit ich weiß, war die nächste Kette nämlich hier vorne, genau, da, wo wir reingeschaut haben, ein Mädchen uns begrüßte. Hallo? Okay, beruhigt euch. Das ist doch alles okay, oder? Hallo? Ist hier wer? Das ist eine komische Position, um eine Pflanze hochzuzüchten. Okay. So, dann lesen wir mal. Das grüne Kraut darf nicht verwendet werden. Es ist giftig. Ah. Okay. Okay. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir noch ein Safe. Okay. Ist eigentlich auch noch ein Safe. Wir müssten ja noch durch die Kamera gucken, aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst, weil wir waren hier alle. Es sah aus wie so ein Schlafbereich. Und ja. Es war ein Schlafbereich. Was gibt's hier? Okay. Hä? Was? Okay, hier muss ich irgendwas
Irgendwas muss ich hier ranmachen. Weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas. 251. Ach, schau mal an. Schau mal, guck. 251 ist denn der Code für den Safe? 251. Ja. Wunderbar. Spinnschlüssel. Ah. Und mit diesem wunderbaren Spinnschlüssel kann ich den jetzt hier soweit aufmachen. Okay, cool. Nice. Ja. Okay. Damit ist der Raum, glaube ich, dann, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich gucke uns hier trotzdem nochmal kurz um, aber damit haben wir den Raum dann auch soweit durch, oder wie? Also ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr Munition gefunden. Bin ich auch ehrlich, aber ja, war ist okay. Gut, dann gehen wir zum nächsten Raum mit einer Kette. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, Freunde, war der nächste Raum mit der Kette hinter dieser Wand. Und zwar da nämlich, wo die Axt drinne steckte. Genau. So, dann gucken wir nämlich mal, was sich hier hinter verbirgt. Wir nehmen aber auch wieder ganz schnell unsere Pistole. Weil das ist mir da nichts so richtig. Hört auf mit diesen Geräuschen. So, ist hier wer? Hallo? Okay, keiner da. Die Taschenlampen zeigen uns anscheinend den Weg. Ja. Okay. Wir haben hier noch ein paar Schubladen. So, hier haben wir wieder Gegenstand zum Verbessern. Sehr gut. Kann ich hier irgendwie noch rüber? Nee, okay. Okay, das war's dann irgendwie aber gefühlt schon wieder, oder was? Oh ne, hier gibt's noch ein Medikit. Sehr gut. Okay, cool. Also haben wir hier den Raum auch soweit durch. Nice. Bringt uns jetzt nur gefühlt minimal weiter, weil wir könnten jetzt wieder nach ganz oben, um zu schauen, ob wir gegen die eine da ankommen, aber ich bezweifle es. Aber wir können ja mal trotzdem gucken gehen, vielleicht finden wir ja noch auf dem Weg da was. Schauen wir mal. So, gut. Wir sind jetzt wieder hier am Ausgangspunkt. Haben jetzt, glaube ich, alles im Hotel soweit alles andere erledigen können. Was wir jetzt noch machen könnten, was wir wahrscheinlich auch vorher jetzt nochmal machen, ist, dass wir uns mal den Kassettenrekorder nehmen und diese Kassette, um die beiden jetzt miteinander zu kombinieren, um uns das mal anzuhören. Weil, ne, wir haben die Kassette da ja gefunden und hören jetzt nochmal rein. Of all the creatures we've seen here so far, the one that carries that red lantern is by far the worst of them all. He's the only one who appears to be aware of what he's doing. It's almost like he has some kind of conscience. Like, he has a purpose. It almost seems as if he's trying to protect the hotel. We've even seen him kill other creatures. What's even more strange is he seems to disappear at random for days at a time. There's no way a beast like that can just hide without anyone noticing him. There has to be some part of the hotel we don't know about. In any case, if you're listening to this, and you ever see that red glow, run. Don't fight. Just run. Yeah. Das rote Licht haben wir schon gesehen, den Typen auch. Und was wir natürlich gemacht haben, ist, wie er schon sagt, wir sind gerannt. Gut. Dann haben wir jetzt das uns auch nochmal angehört. Packen wir das Ganze mal wieder zurück. Ich würde jetzt vorsichtshalber das Maschinengewehr nochmal mitnehmen. Und ich glaube, wir versuchen uns jetzt nochmal gegen das Monster irgendwie durchzusetzen. Zumindest so weit, wie wir können. Bewaffnet natürlich erstmal mit der Schrotflinte, mit der Waffe, mit der wir am meisten Munition haben. Und dann nehmen wir uns hier noch die Munition nochmal mit. Die haben wir nämlich fast übersehen. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's ins fleißige Sterben. Yay! Ja, ich bin gespannt. Schaffen wir es? Schaffen wir es nicht? Wir werden sehen. Können wir überhaupt gewinnen? Aber wir stellen uns auf jeden Fall den Fall.
Kate! Wo bist du? Ja. Und wir rennen. Ja. Und wir rennen. Wo bist du? Aha. Und wir rennen. Oh Gott, ich bin nur noch. Halt. Ich hoffe überhaupt, dass ich überhaupt ansatzweise Schaden mache an dem Viech. Was ist denn? Aua, das tat weh, ein wenig. Ich meine, wir machen das gar nicht so schlecht. Okay, 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 okay. Wie viel kann das Viech aushalten? Okay, ich habe nur noch einen Schuss. Das ist nicht optimal. Wir laden kurz nochmal nach. Yes. Okay. Ich bin ehrlich. Zweiter Anlauf. Lief viel mal besser, aber hat mich eine Menge Munition gekostet. Eine richtig fucking Menge. Lass uns mal ganz kurz in unser Büchlein gucken, was wir hier für eine Notiz haben von diesem Viech. Da geht's jetzt weiter. Dieses bizarre Monster hat tatsächlich Klavier gespielt. Es kann doch nicht sein, dass sich der Pianist in dieses Ding verwandelt hat. Oh doch, leider ja. So. Lass uns mal hier überall alles nachladen, was geht. Der ist schon nachgeladen. Sehr, sehr, sehr gut. Hier hinten kommen wir nicht mehr durch. Genau, die Türen sind jetzt verbarrikadiert. Also heißt es ab in den nächsten Raum. 5527. Na dann. 5527. Ach du Heilige. Das wird nicht besser. So, wir werden uns vorsichtshalber mal ganz kurz heilen. Wobei, wir nehmen mal eine Mullbinde, das müsste ja reichen. Ja, okay. Vielleicht auch nicht ganz, aber ist okay. So. Hier können wir weiter nach oben. Okay. Ah, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Ich verstehe. Und hier sind wir. Ich. Nice! Okay, geht's denn hier oben weiter? Hier geht's noch nach da. Okay, okay, okay. Na gut. Dann schauen wir uns doch mal hier um. Ich höre doch irgendwas. Hallo? Ah, jetzt bin ich auf der anderen. Oh, okay. Also dieses Hotel ist, ich sag's mal, wie es ist, leicht verwinkelt. Guck mal. Ist da noch einer? Ist die Frage, kommt der durch? Also würde mich jetzt mal so interessieren. Aber wir schauen uns erstmal hier diese Notiz an. Nein, gar nicht. Wir gucken uns diesen Speicherstand an. Okay. Jetzt sind wir hier hinter. Verstehe.
haben den Achter gefunden, das ist sehr nice. Hinterbühne des Theaters. Okay. Cool. So, damit haben wir jetzt hier so einen... Und wir haben wieder ein paar Sachen gefunden. Hier haben wir noch eine rote Kassette. Die können wir auch nicht mitnehmen, weil... Ach, wegen dem Schlüssel. Okay, warte mal. Dann packen wir mal kurz ein paar Sachen weg, die wir eventuell jetzt erstmal nicht brauchen. Beziehungsweise wollen wir uns die Kassette kurz anhören? Komm, wir hören uns kurz die Kassette an. I saw her again, the girl. Everyone here is terrified of her. And I don't blame them. Every time she shows up, we all feel some kind of intense pain. It's hard to describe, really. But honestly, I don't think she's trying to hurt us. From what I've seen, it seems like she's looking for something. Or maybe someone. This time, when I saw her, man, I swear she was trying to speak to me. But the only word I could make out was daddy. I blacked out before I could hear anything else. When I woke up, she was already gone. I don't know what to think. If she's really not trying to kill us, what could she possibly be looking for? Okay. He's gotta be talking about the same girl I've been seeing. What the hell does she want? Also, ich würde mich freuen, wenn sie wirklich nicht böse ist. Das wäre awesome. Dann würde ich nicht ganz so viel Schiss haben. Das, also, falls sie uns, ja, falls sie uns wirklich beschützen will, ne? Also, wäre möglich. Ja. Können wir ja nicht unbedingt ausschließen. So. Aber wir haben jetzt den Knopf für die 8. Etage. Und den werden wir jetzt einbauen im Fahrstuhl und werden mal in die 8. Etage fahren, weil da wartet ja, beziehungsweise da kriegen wir dann neue Infos von Stephanie. Letztes Mal hat sie ja mit uns telefoniert noch. Und... jetzt fahren wir in die 8. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Oder ob wir endlich bei der 8. rauskommen. Was ich mir schwer vorstelle, weil wir sind dann in der obersten Ebene. In der obersten Ebene. Stephanie? Ah, schrei doch nicht so rum, Junge. Roberto. Mach doch mal ruhig. Okay. Sieht erstmal verlassen aus. Was ist... Was? Okay, hier kann ich irgendwas einsetzen. Ich weiß noch nicht was, aber ich kann anscheinend da irgendwas einsetzen. Gut, dann gehen wir uns erstmal hier ein bisschen umschauen. Meister Christopher hatte recht, wie immer. Der von ihm vorhergesagte Reinigungsprozess hat nun begonnen. Davis Zeit als Anführer des Heiligen Vaters ist vorüber und sein Sohn wird das Mädchen in unserer Abwesenheit beschützen. Meine einzige Hoffnung ist, dass diejenigen, die uns folgen, unsere Arbeit in unserem Sinne weiterführen. Es ist soweit. Mein Pfad endet nun. Ich habe keine Angst, denn ich weiß, dass sich die Verheißung der Auferstehung und des ewigen Lebens erfüllen wird. Das ist das große Versprechen des Meisters. Und der Meister hat recht. Über das Prinzip des freien Willens. Anacleoto. Hey, Anna. Leotto. Ja. Vielleicht auch nicht. Aber wer weiß. Ne? Du wirst da schon, ne? Und so machen. Gut. Schauen wir uns weiter um. Was wir hier so Feines haben für einen. Also. Wer macht sich bitte so ein Denkmal? Also, nee. Einfach nee. Aber gut. Ne? Der gute Christopher hat sich einfach gedacht, jo, nice, ich bin der Größte. Gut, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel, den wir noch nicht haben. Da oben geht es nämlich auch nochmal weiter. Und Stephanie ist nicht da.
Das heißt, wir haben als einzige Möglichkeit noch diese Tür und hier werden wir wahrscheinlich die passenden Codes dazu finden. Verwende das Passwort, das dem Tag des Monats entspricht. Woher wissen wir denn, welcher Tag bzw. Monat wir heute haben? Gibt es hier noch einen Hinweis auf einen Kalender? Ah lol, da steht doch das Datum. 19? 19. 19 ist 1102, richtig? 1102. Lol, steht auf dem Gerät drauf, ich bin ja... Blind bin ich schon ein bisschen, ne? Ach lol, jetzt habe ich einfach nur die Tür aufgemacht. Wollt ihr mich jetzt richtig... Also, was ist denn das jetzt? Ja, und weiter? Da oben ist noch was, was ich nicht gesehen habe. Hä? Verstehe ich nicht. Wie geht's denn jetzt weiter? Griff. Kassengriff. Roberto, ich muss fort. Wenn du es hierher geschafft hast, der Schlüssel zum Verwaltungsraum befindet sich im Empfangsbereich im Erdgeschoss. Du brauchst diesen Schlüssel, Stefan. There's no way! Did she really just leave me here to die? Alter. You know what? Fuck this! Ja, wirklich. There has to be some way to escape through the reception area. I'll find a way out of here on my own. Jetzt muss ich hier wirklich. Ja, dann mach auf. So, mit dem muss ich jetzt dann wieder nach unten, oder was? Zwischengeschoss 2. Öffnet die Tür zum Zwischengeschoss hinter dem Theater. Wow. Einfach wow. Weil wenn ich jetzt... Alter. Ist das jetzt euer fucking Ernst? Wenn ich jetzt hier hochgehe... Da hinten hin, da war doch das Viech. Wo ist denn das jetzt hin? Hast du dich wieder hingelegt? Klatsch. Klatsch. So, ist es jetzt wirklich nur hierfür? Warum? Wirklich? Also was finde ich jetzt bitte hier? Hier muss ich ja was finden, was extrem wichtig ist. Aber ja, scheint doch so. Hä? Wie? Also... Gibt es einen Hinweis? Mit der Kamera vielleicht. Der mir sagt... Das ist der Code. Sieht nicht danach aus. Schade. Ja, was ist denn jetzt der Code davon? Weil mit dem Code öffnet sich wahrscheinlich diese schöne Box. Muss ich das jetzt verstehen? Hallo? Muss ich jetzt irgendwie das schaffen, dass ich hier die Symbole... Okay, warte mal. Welche Symbole haben wir denn wo? Wir gehen jetzt mal auf das Rädchen. So, was hast du? Du bist... Nein, das haben wir nicht. Wir haben ein Plus. Das haben wir da oben. Richtig, richtig. Hier haben wir sowas, richtig. Hier haben wir sowas, richtig. Und hier haben wir sowas. Lol. Okay. Gut, war doch nicht so schwer. Einfach die Symbole anordnen. Okay. So, Empfangsschlüssel. Gehört zum Hotel. Öffnet die Rezeption des Hotels. Jetzt muss ich wieder komplett nach unten, oder was? Okay. Dann gehen wir jetzt wieder in die erste Etage, um zu schauen, ob wir jetzt endlich raus können. Wäre nice. Und ich würde meinen Beruf am liebsten dann an den Nagel hängen, als Journalist. Weil, es ist, weiß ich nicht, es ist schweinegefährlich anscheinend. Vor allen Dingen als Enthüllungsjournalist. Aber gut, wir schauen mal weiter. Okay. Da ist die erste und da ist auch schon die erste Überraschung, die wir haben. Supi! Möchtest du dich einfach bitte umdrehen? Was? Was? Okay. Wichser.
Ja, moin. Ah, da sind aber... Da habe ich aber jetzt gleich Spaß. Okay. Cool. Wechseln wir mal kurz die Waffen. Hallo? Okay. My boy. Cool. So, auf geht's. In den Kampf. Wir fangen jetzt mit dir an. Kann ich jetzt rollen, Alter? Ich hab mich doch mindestens schon dreimal neben Scheiß erst getroffen. Hup. Okay. Sehr gut. Das lief gar nicht so schlecht. Dementsprechend, weil wir jetzt auch wieder sehr viel hintereinander gemacht haben, werden wir als erstes, ihr werdet sicher merken, speichern. So, damit haben wir gespeichert. Und jetzt gehen wir am besten einfach hier raus aus dem Hotel. Ist das eine Option? Hey, ich bin doch jetzt hier unten. Ist nicht richtig? Doch. Okay. Cool. Ich würde schon sagen, ey, sag mal, nicht, dass ich jetzt irgendwie wieder woanders hin muss. Und hier wieder irgendwas extrem verrafft habe. Ich habe nur noch 4 Schuss und ich komme nicht mehr zurück. Okay. Wir nehmen mal vorsichtshalber die Schrotflinte in die Hand. Man weiß ja nie. Fuck me. They completely sealed off everything. Okay. God damn it. What do I do? Wegräumen?